Fürst Daniel von Moskau machte Kriege nicht und regierte Moskau, die kleinste Stadt in der alten Rus. Jüngster Sohn von Alexander Newski bekam das kleinste Erbe, aber er regierte als geschickt. Im 12. Jahrhundert war es unvorhersehbar, dass Moskau zur Hauptstadt einmal wird. Juri Dolgoruki errichtete eine kleine Burg an der Grenze mit dem Fürstentum Suzdal als Schutz gegen Raubzüge. Der Vorteil der Stadt war ihre Lage am Ufer an der Kreuzung von Verkehrswegen und weit vom nomadischen Land. Daniel vermied Kriege und appellierte an die Diplomatie. Der Markt war doch lebhaft. Das lockte neue Einwohner an. Die Bevölkerungsanzahl wuchs, wuchs auch Reichtum. Nach einiger Zeit war es schon von Moskau möglich, die Ländereien von Nachbarn ohne Kriege zu kaufen. Und Ivan Kalita, der Sohn von Daniel, bekam in der Goldenen Horde eine Gnadenurkunde, Jarlik genannt, für den Großfürstentitel. Heiliger Daniel von Moskau war Friedensstifter und hervorragender Politiker.